Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Wiener City Fishing. Kaum ist eine Woche vorbei, schon bin ich mit dem nächsten Blödsinn da. Nein, so schlimm hoffe ich natürlich, dass es nicht ist. Aber ein Köder, welchen ich euch heute vorstellen möchte, ist der neue Swimbait der Firma Jackal Brothers, der Cantarell. Wirkt am ersten Blick relativ eigen, ist mir, muss ich ehrlich sagen, auch nicht ernst gegangen. Er ist wirklich 2 Wochen in meiner Tackle-Box gegangen, bevor er ihm wirklich das erste Mal die Chance gegeben hat, dass er sich am Wasser bewähren kann. Aber dann war ich wirklich überrascht von dem Resultat. Wodurch unterscheidet sich der Cantarell von anderen bisherigen Swimbaits am Markt? Aber kommen wir vorerst zu den Eckdaten von Cantarell. Er hat eine Länge von 16 cm und ein Eigengewicht von 70 Gramm. Vom Typ her ist er ein Modell-Floating. Wie ich das gelesen habe, im ersten Mal gedacht, verdammt, schon wieder ein japanisches Swimbait, das nur auf der Oberfläche herumhört. Aber dies ist beim Cantarell nicht der Fall. Sobald man anfängt, ihn gleichmäßig zum Kurbeln, taucht er auf eine Gewässertiefe von ca. 50 cm ab. Dies ist gerade für jene Angler von uns interessant, wenn sie mit stark verkrauteten Gewässern zum Kämpfen haben. Das zweite, was mir positiv aufgefallen ist, sind die frei drehbaren bzw. gelagerten Drillinge, welche sich um 360 Grad drehen können. Weil jeder von uns kennt das Problem von diesen hochrückigen Swimbaits, gerade bei der Hechtenfischerei. Oft ist es so, man hakt den Hecht, drillt ihn und durch diesen dummen Winkel, was man durch das Hochrücke oft hat, tut er sich gern kurz beim Boot, wenn man landen möchte, immer wieder gern aushebeln. Aber dies verhindern diese frei drehbaren Drillinge. Die zweiten Features sind zum Beispiel das einerseits am Kopf und am Schwanz befindliche zusätzliche Öhr. Das hinten am Schwanz hat den Effekt, dass ich einen zusätzlichen Drilling hinten einhängen kann. Aber das ist eigentlich in erster Linie nur für Schwarzbarschangler interessant, was zum Beispiel die Baitfischer und dergleichen machen. Die vordere Öse ist aber auch wieder für uns Hechtenfischer ansprechend. Es hat einfach den Effekt, dass ich vorne ein zusätzliches Gewicht einhängen kann und den Cantarell so problemlos auf eine höhere Gewässertiefe bringen kann. Gerade beim Gewicht habe ich ein kleines Gadget von der Firma Balsa gefunden, was ich euch gerne zeigen möchte. Die ist eigentlich nichts Besonderes, nur eine kleine Bleibinne, was es in verschiedenen Grammaturen gibt, wo vorne eine kleine Agraffe aufsetzt, die was sich problemlos vorne in die Nase vom Cantarell einhängen lässt. Von der Führung selber ist der Cantarell extrem simpel. Man bringt ihn einfach auf die gewünschte Wurfdistanz aus und danach kurbelt man ihn gleichmäßig ein. Hierbei würde ich empfehlen, um einen Biss zu provozieren, einfach einen abrupten Stopp zu machen. Und genau da tritt das Feature vom Cantarell in Kraft, was ihn so erfolgreich macht. Weil in dem Moment, wo ihr stoppt, beginnt der Cantarell eine Kurve zu drehen. Und wenn da ein Raubfisch euren Köder folgt, fällt jede Skepsis, dass das ein Kunstkönner, der BUM attackiert euren Köder total brutal. Ein Setup, welches sich für mich bewährt, ist die 81er Huge Custom von Debs in Kombination mit der Daiwa Yoga Bait Chicken. Warum die 81er Huge? Die 81er Huge hat einfach für mich den Vorteil, dass eine sehr kraftvolle Route ist, aber gerade so Medium Swimbaits wie den Cantarell auf eine beachtliche Wurfbreite bringt. Wie vielleicht den ein oder anderen von euch aufgefallen ist, verwende ich abermals eine monofile Hauptschnur. Warum das Ganze? Ich bin einfach der Meinung, dass wie bei meinen heimischen Gewässern, wo ein hoher Angeldruck steht, gerade bei der Swimbait-Fischerei transparente Schnüre über einen Erfolg oder Misserfolg entscheiden können. Nach diesem ganzen theoretischen Geplänkel schauen wir mal, ob der Cantarell wirklich so gut ist. Ich wünsche euch viel Erfolg am Wasser und bis zum nächsten Mal.